Hallo zusammen, willkommen auf unserem YouTube-Kanal und heute geht es mal um das Thema LG-Monitore, also Monitore von der Marke LG und die werden wir uns heute also mal anschauen, denn die sind wirklich sehr hochwertig verarbeitet und sorgen auch natürlich dafür, dass ihr hier eine deutlich höhere Produktivität wie am Laptop dann für eure Arbeit abliefern könnt. Wir schauen uns heute also mal die Top 5 der besten und beliebtesten LG-Monitore im direkten Vergleich an, die unserer Meinung nach aktuell auf dem Markt das Rennen machen. Zum Schluss werden wir auch unseren Vergleichssieger krönen, doch jetzt würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und starten jetzt nun am besten mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der LG 32 UN880B Monitor. Na, schauen wir uns hier mal kurz die Vor- und Nachteile direkt auf einen Blick an. Wir haben also hier einen ultrafeinen Ergo-Monitor mit einem LED-Backlight, einem IPS-Panel, eine sehr schnelle Reaktionszeit, einen erstklassigen Standfuß. Er ist sehr kontrastreich und hat eine sehr hohe Bildwiederholungsrate. Die Nachteile, er ist leider etwas teurer und der integrierte Ton ist auch nicht ganz so gut. Wir gehen mal kurz weiter hier zu den Produktdetails. Da können wir schon sehen, wir haben also hier 31,5 Zoll 4K, also eine super Auflösung. Ein Blickwinkel von 178 Grad, 60 Hertz Bildwiederholungsrate, eine sehr breite Farbabdeckung. AMD FreeSync ist mit dabei, wir haben eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden und einen Stromverbrauch von 40 Watt. Dann würde ich also sagen, schauen wir uns auch diesen Monitor hier mal direkt auf Amazon an. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Klickt also direkt jetzt mal drauf. Da kommt ihr hier auf diese Produktseite und müsst euch den Monitor nicht selbst nochmal separat heraussuchen. Es gibt von diesem Monitor übrigens auch verschiedene Größen und Versionen. Das 4K-Modell mit 31,5 Zoll kostet hier jetzt aktuell roundabout 369 Euro. Ist nicht gerade günstig, aber wirklich sehr gut, eine tolle Auflösung. Von dem her ist der Preis auch irgendwo gerechtfertigt. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den Produktdetails. Und da können wir schon sehen, wir haben also hier wirklich eine super Auflösung, eine sehr brillante Farbwiedergabe. Und auch die weiteren Punkte passen hier einfach. Der Hauptvorteil von diesem Monitor ist aber natürlich die Halterung, also man kann ihn wirklich sehr ergonomisch und perfekt einstellen. Hier gibt es sehr viele Variationsmöglichkeiten, von dem her ist er hier wirklich wie kein anderer. Ich würde sagen, wir gehen zum Schluss noch kurz auf die Bewertungen dazu ein. Dazu gehen wir mal ganz runter, da können wir schon sehen, wir haben hier einen Top-Monitor mit 4K und einem USB-C-Anschluss. Kommen wir nun zu Platz 4 und dort landet bei uns der LG 27 GL850B Monitor. Und auch hier gehen wir mal kurz die Vor- und Nachteile auf einen Blick durch. Wir haben hier zum einen einen Ultra Gear Gaming Monitor mit einem LED-Backlight und einem Nano-IPS-Panel. Eine sehr gute Reaktionszeit, eine sehr hohe Bildwiederholungsrate, eine gute Konnektivität, eine hohe Energieeffizienz. Die Nachteile, er ist leider etwas teurer und die Bedienbarkeit ja etwas mittelmäßig. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Und da können wir auch schon sehen, wir haben also hier einen 27 Zoll 4K Monitor, also eine sehr hohe und gute Auflösung. 178 Grad vom Blickwinkel her, 144 Hertz Bildwiederholungsrate, Nvidia G-Sync-Kamera mit dabei, 1 Millisekunde Reaktionszeit, ein klares HDR10 und ein Stromverbrauch von 39 Watt im Dauerbetrieb. Wir gehen mal kurz weiter hier auf die Produktseite drauf, den Link dazu, den gibt es wie immer in der Videobeschreibung, schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf und dann könnt ihr euch diesen Monitor jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Diesen Monitor gibt es selbstverständlich auch hier in verschiedenen Ausführungen. Wir haben uns also hier für das etwas bessere Modell entschieden. Der kostet 327 Euro. Wir haben hier ein Amazon Choice Produkt, also von sehr vielen zufriedenen Käufern schon für sehr gut empfunden. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den Produktdetails. Hier steht auch nochmal einiges drin. Die wichtigsten Eckdaten werden hier aufgelistet und auch die weiteren Punkte sehen soweit gut aus. Wir können diesen Monitor also wirklich hier sehr gut fürs Gaming verwenden, aber auch für die Bildverarbeitung, für die Videoverarbeitung und für normale Office-Anwendungen ist dieser Bildschirm hier wirklich sensationell. Wir gehen mal etwas weiter runter noch und schauen uns kurz die Bewertungen dazu an. Da können wir auch hier schon sehen, wir haben hier einen Top-Monitor mit 5 Sternen Bewertung. Da geht die Sonne auf, ist einfach ein geiler Bildschirm. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 3. Und dort landet bei uns der LG 27 UL850W Monitor. Und auch hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile auf einen Blick an. Wir haben also hier einen Typ C Monitor mit einem LED Backlight, einem IPS Panel, einem Max Audio Sound. AMD FreeSync ist mit dabei. Wir haben hier einen EyeSaver Modus und einen sehr weiten Betrachtungswinkel. Die Nachteile, dieser ist leider auch etwas teurer
und wir haben einen etwas großen Standfuß. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Da können wir hier auch schon sehen, wir haben ja also zum einen einen 27 Zoll 4K Monitor mit einem Blinkwinkel von 178 Grad, 60 Hertz Bildwiederholungsrate, er ist sogar farbkalibriert, hat eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden und eine Flicker-Free-Technologie. Er verbraucht 40 Watt im Dauerbetrieb, was auch hier vollkommen in Ordnung geht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hier auf die Produktseite drauf, und zwar zu Amazon. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut also mal rein, klickt mal den Link direkt jetzt mal an und dann könnt ihr euch diesen Monitor jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Auch hier gibt es natürlich ja verschiedene Ausführungen, einmal mit USB Typ C und einmal ohne. Wir haben uns also wie gesagt hier für die Variante mit USB C entschieden. 359 Euro ist der Preis, wir haben ein Amazon Choice Produkt, also auch hier genießt dieser Monitor sehr gute Bewertungen. Die technischen Daten sehen ebenfalls gut aus, wir haben also hier diese 4K Auflösung, also wirklich ein gestochen scharfes Bild. Man kann ihn also auch hier wirklich für Office-Anwendungen zum Zocken, aber auch für Videobearbeitung und Bildbearbeitung sehr gut einsetzen. Also hier ein echter Allrounder und der macht auf uns auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal kurz hier die Bewertungen zu diesem Monitor durch. Da gehen wir also etwas weiter runter, können wir schon sehen. Wir haben also hier so wie erwartet einen prima Monitor mit einer sehr großen Fläche. Und auch sonst ist er hier wirklich für den alltäglichen Gebrauch sehr gut geeignet. Nun würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu Platz 2. Und dort landet bei uns der LG 32MN500M Monitor. Und auch die Vorteile hier sehen gut aus. Wir haben also hier zum einen einen sehr guten Preis, einen LED-Monitor mit einem IPS-Panel, eine sehr gute Reaktionszeit, eine EyeCare-Technologie, ein Ultra-Low-Blue-Light-Filter, eine hohe Bildwiederholungsrate, einen stabilen Standfuß. Und der einzige Nachteil hierbei ist leider nur die Full-HD-Auflösung. Wir gehen auch gleich hier mal kurz weiter auf die Produktdetails. Und da sehen wir hier also schon, dass wir hier einen 32 Zoll Monitor haben mit dem Blickwinkel von 178 Grad, eine Bildwiederholungsrate von 75 Hertz, einen Low-Blue-Light-Filter bzw. eine Technologie. Wir haben hier eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden, eine Flicker-Free-Technologie und wir haben hier einen Stromverbrauch von gerade einmal 24 Watt. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal hier kurz auf die Produktseite drauf und auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr hier zur Produktseite und könnt euch diesen Monitor auch hier nochmal parallel oder nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Dann gehen wir auch gleich hier kurz auf den Preis ein. 199 Euro kostet er aktuell, also wirklich ein Spitzenpreis. Wir haben hier ein Amazon Choice Produkt, also auch hier genießt dieser Monitor sehr gute Bewertungen und auch die technischen Details sehen gut aus. Wir gehen mal weiter runter und dann können wir noch die Einsatzgebiete uns anschauen. Er eignet sich also hier sowohl für das normale Office, aber auch hier ein bisschen zum Zocken und auch alle weiteren Details passen. Wir haben hier einen Blaulichtfilter drin, also auch sehr augenschonend. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz die Bewertungen durch. Wir haben also hier ein Klassikgerät zu einem kleinen Preis, ein super Preis-Leistungsverhältnis und auch die weiteren anderen Bewertungen können sich hier durchaus sehen lassen. Also den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung, klickt mal drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter und zwar zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der LG 32UK550B Monitor. Und auch hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Wir haben also hier einen sehr guten Preis, einen LED-Monitor mit einem VA-Panel, eine sehr gute Reaktionszeit, eine hohe Bildwiederholungsrate, sehr viele Gaming-Features sind auch mit dabei. Er ist höhenverstellbar, hat eine On-Screen-Control und der einzige Nachteil hierbei, es gibt hier leider keine VESA-Aufnahme. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden es eh nicht brauchen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Produktdetails über. Wir haben also hier ein 32 Zoll 4K-Display. Also eine wirklich Top-Auflösung, ein Blickwinkel von 178 Grad, 60 Hertz Bildwiederholungsrate. Er ist farbkalibriert, hat eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden, eine Flicker-Free-Technologie und verbraucht gerade einmal 38 Watt im Dauerbetrieb. Den gucken wir uns auch hier mal direkt auf Amazon an und auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut also mal rein, klickt mal den Link direkt an und dann könnt ihr euch diese Monitor jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Es gibt von diesem Monitor selbstverständlich auch verschiedene Ausführungen. Wir haben uns jetzt hier für die Variante ohne USB Typ C entschieden und der Preis, er kann sich also auch hier wirklich sehen lassen. Er kostet hier aktuell 310 Euro, also wirklich ein Top-Preis dafür, dass wir hier einen 4K-Bildschirm haben mit einer Diagonale von 32 Zoll. Dementsprechend gut sehen auch die technischen Daten dazu aus. Wir gehen nochmal etwas weiter runter
Und da können wir auch schon hier sehen, wir haben hier wirklich eine sehr schöne große Bildschirmfläche. Also hier für Word, Excel und andere Büroanwendungen perfekt geeignet. Aber auch zum Zocken oder hier zum Filme anschauen ist es hier wirklich ein toller Monitor. Zum Schluss gehen wir auch hier kurz die Bewertungen durch. Wir haben also hier einen tollen Monitor, der sehr viel erwartet. Prima Monitor mit großer Fläche. Und auch die weiteren Bewertungen passen hier einfach. Es steht also fest, unser Vergleichssieger ist der LG 32 UK550B Monitor. Und die Vorteile liegen klar auf der Hand. Wir haben also hier einen sehr guten Preis. Wir haben einen LED-Monitor, ein VA-Panel, eine sehr gute Reaktionszeit und er ist höhenverstellbar. Es spricht also alles für diesen Monitor und deswegen würde ich sagen, war es das jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Links und Informationen unten in der Videobeschreibung. Schaut also mal rein und klickt die Links am besten direkt jetzt mal an. Dann würde ich sagen, bis bald.